Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du Mockups in Canva schnell einfügst und bearbeitest. Wie du ja siehst, befinde ich mich in der Arbeitsoberfläche von Canva. Was genau hier zu finden ist und was genau diese Menüpunkte hier sind, erfährst du in einem anderen Video. Das Video ist in der Videobeschreibung und in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was Mockups eigentlich sind. In manchen Grafikdesign-Projekten bzw. auch in manchen Web-Projekten kann es vorkommen, dass man ein Mockup benötigt. Ein Mockup ist nichts anderes als eine Darstellung von beispielsweise einem Computer, Handy, einer Tasche, Rucksack und sonstiges, wo man im Anschluss sein eigenes Design oder sein eigenes Bild einfügen kann. Gut, wie nutzt du dies nun? Um dies zu tun, gehst du hier auf Apps und siehst nun hier, wenn du runter scrollst, auf Erstelle etwas Neues, die Mockups. Klickst du darauf und stimmst du den Datenschutzrichtlinien zu, dass du das verwenden möchtest, so kommst du in diese Oberfläche hier und hier sehen wir schon ziemlich gut, was Mockups eigentlich sind. Hier habe ich verschiedene Möglichkeiten vom Smartphone zu Computern, Tablets und TV, im Haus und der Wohnung sowie in der Bekleidung oder beim Druck. Wähle ich nun hier ein Mockup, welches ich bearbeiten möchte, als Beispiel hier diese Bekleidung, so wird dieses Mockup hier eingefügt. Ziehe ich das Ganze nun hier groß, sehe ich nun hier dieses Bild hier in der Mitte. Und dieses Bild kann ich mit meinen eigenen Bildern bzw. mit Stockbildern bearbeiten und ersetzen. Das heißt, gehe ich jetzt beispielsweise hier auf Uploads und ziehe dieses Bild hier in das Bild rein, so erkennt Canva das und ersetzt nun hier diese Fläche hier mit meinem Bild. Es passt sich auch automatisch der Größe an. Ebenfalls habe ich nochmal hier den Reiter Mockups. Klicke ich darauf, so kann ich hier nochmal das ganze Bild anpassen oder füllen. Das heißt, ich kann hier, nachdem mein Bild im Breitformat ist und nicht im Hochformat, kann ich nun hier auffüllen, bestimmen. Das heißt, wir sehen nun schon, klicke ich hier Mitte, so ist nun hier dieses Bild aufgefüllt und mittig zu sehen. Möchte ich nun ein anderes Mockup einfügen, so klicke ich einfach aus dem Mockup raus und habe hier wieder meine Vorlagen. Klicke ich nun wieder auf eine Vorlage darauf, so wird das Ganze hier reingeladen und nun kann ich das hier wieder bearbeiten. Canva bietet hier sehr, sehr viele Mockups an. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Canva-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Canva-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Canva. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Canva-Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.